oh. Marlon, was machst du da? Bist du wahnsinnig? Marlon? Hm? Aha. Der kämpft da... Oh Gott. Gegen eine Horde Zombies, Skelette, Creeper. Okay. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Together Minecraft mit Sabrina. Hallo. Und wie ihr seht, der Marlon, er hat's überlebt. Er ist zwar ziemlich durchbohrt, aber es geht ihm soweit gut. Pfeile stecken überall drin, aber egal. Ja. Er zuckt noch, er springt noch, alles ist gut. Und wir sollten schon wieder schlafen gehen. So. Ich lieg. Ich auch. Ja, und was wollten wir? Wo haben wir letzte Folge aufgehört? Ich weiß es schon wieder nicht mehr, obwohl es gerade mal zwei Minuten her ist. Ach, ja, ich wollte das Zuckerrohr anbauen. Danke! Oh, okay, ich muss nochmal hoch. Ich habe meinen Hundi vergessen. Ich ernte so lange mal dieses, was hier nachgewachsen ist. Oh. So, Oskar, komm mit. Du darfst ja auch. Er darf auch mal raus. Ja, aber wirklich. Immer nur drin hocken. Eben. Ich will was probieren, weil ich hatte, so war das nicht, egal. Ich probiere das später am Crafting Table dann. Weil ich hatte mich noch über dieses Plugin informiert, über dieses vegane Plugin. Und da sah es dann so aus, dass man aus Zuckerrohr einfach direkt Bücher machen kann. Dass man kein Zombiefleisch für Leder bräuchte. Ach, okay. Oder war es Papier? Ich weiß nicht mehr genau. Also irgendwas konnte man das direkt machen. Das ist auch cool. Da müssen wir dann mal ausprobieren, was es nochmal genauer war. So. Okay. Ah, da ist auch noch Zuckerrohr. Ich habe mal wieder kein Essen mitgenommen. Ich habe auch nur noch Melone. Ich habe eben angefangen mit 35 Melonen, jetzt habe ich nur noch 12. Oh, Gottes Willen. Pass auf, dass dir nicht schlecht wird von so viel Melone. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, Marlon, isst uns die Haare vom Kopf. Ach, wir kriegen genug Nachschub. Da kann ruhig reinspachteln. Okay, kann er spachteln. Na gut. Ja. Wenn du das sagst. Ja, zur Not, wir haben hier ja... Ja, ich gehe mal Melonen ernten, die hier wachsen. Dann haben wir wieder welche. So, da ist eine Melone und da ist noch eine und noch eine. Und da ist noch eine. So. Oh. Was hältst du davon, mal ein ordentliches Feld für die Sachen zu machen? Wir haben unten ein Feld. Haben wir doch. Also bitte. Was ist daran nicht ordentlich? Überall steht, damals steht mal Weizen da. Ja, war. Was willst du? Ich finde das fantastisch hier. Ja, sieht doch schön aus. Ja. Das ist unsere Deko, unsere nützliche Deko. Sabrina. Und ich habe schon wieder 30 Melonen. Ja. Bitte auch schon. Ich gebe dir Eisen, du kriegst mir Melonen. Das habe ich gerade alles gefarmt. Wow, das ist richtig viel. Und ab wieder runter ins Loch. Ich muss noch Diamanten finden. Ah, okay. Ich würde sagen, wir behalten ihn, oder? Ja, auf jeden Fall. Das macht er richtig gut. Ja. Ah, so produktiv war ich in den... Wie viele Folgen haben wir jetzt? Oh, keine Ahnung. Das müsste Folge 14 sein, wenn ich mich richtig erinnere. Geht's dir gut? Alles gut, ich bin nur am Creeper vorbeigerannt und er war wirklich so entspannt, dass er erstmal explodieren musste. Ah, okay. Ich hab's gehört, bis hierhin. Ja, ich bin halt an dem vorbeigerannt, ich wollte nicht bei dem Enderman stehen bleiben. Ah, ja, gut, kann ich jetzt durchaus verstehen. Warum fliegt der Baum hier? Weil der über Wasser generiert ist. Du bist komisch, Baum. Böser Baum. Wird's jetzt schon wieder duster, oder? Oh, nee. Das war jetzt das Wasser. Nee, die Sonne steht ganz oben.
Das wär's. Ich bin gerade nach oben gekommen. gerade nach unten gegangen. Direkt wieder nach unten gehen. Ja, hätte ja sein können. Geh mal ein bisschen in die Wüste. Hier ist eine schöne große Schlucht. Ah, hier haben die Villager auch noch Weizen angebaut. Ja, die haben überall Weizen. Ja, um Himmels Willen. Können wir diese komische XP-Form mit dem Kaktus machen? Ja, können wir, aber das dauert etwas. Das dauert etwas. Ja, also das. Also ich müsste auch erstmal nachgucken, wie die nochmal genau gehen. Okay. Aber also, ich bin nämlich gerade hier in der Wüste und hätte jede Menge Kakteen bei mir. Ich auch. Ich habe sogar ein paar im Inventar schon. Ja, ich auch. Hier sind wieder Unmengen an Tintenfischen. Ja. Wirklich, das ist nicht mehr normal. Nee, ist es auch nicht. Absolut nicht. Oh, da hinten ist nochmal Zuckerrohr. Und wenn wir die da nicht mal töten müssen. Puh, ja. Eine totale Überbevölkerung an Tintenfischen. Ja, absolut. Marlon, wie geht's dir? Lebst du noch? Ja. Ja. So wieder 10 Eisen und 49 Kohle. Oh, nice. Sehr, sehr schön. Ich bin in der Zeit produktiver als in der ganzen Zeit vorher. Ja. Ist gar nicht wahr. Tut mir leid, dass ich das sage. Nee, das ist gar nicht wahr. Halt dich total für ein Gerücht. Also. Wir sind halt lieber oberirdisch anstatt in der ja, Höhle. Absolut. Ja, ich geh mal erst buddeln. Au, 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 au. Hat dich ein Kaktus gestochen? Ja. Okay, passiert mir auch die ganze Zeit schon. Man rennt irgendwie so instinktiv dagegen, wenn man die Blöcke aufsammeln und will. Ich bin einfach mal draufgesprungen. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Oh, hier stirbt ein Tintenfisch. Oh, warum? Ich habe seine Tintensäcke aufgesammelt. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe es auf Video. Ich habe ein Video beweist, dass er von sich aus gestorben ist. Ich wollte ihn sogar ins Wasser schubsen. Oder okay. War er schon tot? Mhm. Also ich sehe mir das an. Das ist ja schon klar. Ja, du wirst es sehen. Du wirst sehen, ich habe ihn kein einziges Mal geschlagen. Oh, Oscar, komm, da ist ein Enderman. Oh, oh, oh. Die sind doch freundlich. Sag ihm doch mal Hallo. Ja, aha. Ich will aber nicht Hallo sagen. Und schon gar nicht, wenn ich... Unfreundlich zu dem Enderman. Ja, nee, schon gar nicht, wenn ich Oscar dabei habe. Das geht ja mal gar nicht. Hier stimmt, Oscar muss geschützt werden. Ja. Eben drum. Okay. Das Lustige ist, wo ich dieses Video gesehen habe, war ich im Urlaub. Welches Video? Mit Oscar. Okay. Ach, der kleine süße Fratz da. Hier sind schon wieder so viele Tintenfische. Boah. Wir haben hier echt eine Tintenfischplage. Nö. Das kann man jetzt so nicht sagen. Guck dir das mal an. Der Fluss ist total überbevölkert. Ja, ich war vorhin hinten. Also in der letzten Folge, aber ja. Ja, an der Stelle glaub nicht, weil hier ist noch überall Zuckerrohr, wo ich gerade bin. Oh, okay. Also, weil sonst hättest du es wahrscheinlich mitgenommen. Ja, ich war ziemlich weit vorne. Oh, oh, ich habe so viel Hunger, dass ich nicht mehr laufen kann. Was ist hier los? Ui, Oscar, wir müssen was essen. Magst du auch eine Wassermelone? Ach, der mag sogar Wassermelonen. Oh. Es gibt ja auch Hunde, die Wassermelonen echt mögen. Ja. Mhm. Warum nicht? Zum Beispiel bei, ich kannte halt diesen Namen Oscar einmal, weil der Hund von meiner Oma so heißt. Okay. Kleiner Chihuahua heißt Oscar. Und dann einmal der Hund von der Klassenkameradin von meiner Mutter. Das ist aber ein Golden Retriever und kein Chihuahua. Oh. Apropos Golden Retriever. Uns ist vorgestern, Sabrina weiß ja die Geschichte schon. Ja.
Ein Golden Retriever, der lief mitten auf der Straße und ich wusste auch nicht wohin damit und bin ihm dann zuerst die ganze Zeit nachgelaufen und nachgelaufen, weil er so schüchtern war. Und irgendwann nach dem 20. Mal, nachdem ich Hundi, Hundi gerufen habe, ist er schwanzwedelnd zu mir gekommen. Und ja, dann haben wir eine Stunde, sind wir dann mit ihm durch die Siedlung geirrt, auf der Suche nach Härchen oder Frauchen. Haben wir natürlich nicht gefunden zuerst. Dann sind wir zu uns in den Garten. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt nochmal mit dem Auto los. Und irgendwann haben wir dann rausgefunden, wo er hingehört. Und jetzt ist er wieder daheim. Ja. So war das. Also echt Glück, dass ihr da wart. Ja. Aber das war so, ich war danach, ich war fix und alle. Vor allem, der lief ja auch so zielstrebig bei uns die Siedlung rauf und da geht's einen Berg rauf, ne? Und wir sind immer hoch und hoch und hoch und dachten, der führt uns jetzt schon nach Hause. Und ich bin immer so halb gebückt gegangen, weil ich ihm ja mit der Hand einfach am Halsband gehalten habe, bis ich nach einer halben Stunde oder was gesagt habe, du Schatz, sag ich, kannst du mal deinen Gürtel rausmachen, dass ich den als Leine nehmen kann. Wir müssen mal den Hund antüddeln. Ja. Und dann sind wir weiter getrappt, aber ich war echt fix und alle. Wir hatten danach knapp 10.000 Schritte beide auf der Uhr. Wow, okay. Es war echt anstrengend, aber ich bin so froh, dass er nach Hause wieder ist. Es wird ja Nacht. Sabrina, wo bist du? Ich bin im Meer. Oskar, komm rein. Hierher. Ja. Wie sind denn so ungefähr die Koordinaten? Kannst du mir die gerade sagen? Sabrina verloren. Ja, das Problem ist, dass ich wieder nicht mehr weiß, wie... F3. Ah ja. Dann schreibe ich mir die gerade auf, dann kann ich versuchen, da hinzulaufen. Wenn ich mich gerade ertrinke. Warte, ich muss ans Ufer erstmal, um mich zu ertrinken. Oh Gott, die Sabrina. Jetzt bin ich bereit zu schreiben. Dies ist die 571. 88 und minus 490. Danke. Bitte. Dann kann ich zurück nach Hause finden. Ach, Oskar. Immer ist irgendwer nicht zu Hause und wir können nie schlafen gehen. Ist dir das aufgefallen? Die zwei machen mich verrückt. Wir zwei gehen wenigstens heim, wenn's finster wird. So wie sich das gehört. Dafür habe ich einen Stack Bambus, Zuckerrohr, meine ich. Okay. Oh, ich bin, glaube ich, gleich tot, wenn mich dieser Wasserzombie nochmal schlägt. Hast du das gehört, Oskar? es ist einfach, ja, oder? Ich brauche noch einen Fisch, dann kann ich mich regenerieren. Fisch durfte ich ja essen. Das haben wir ja in der ersten Folge ausgemacht gehabt. Warum haben die verschiedenen Farben? Die sind gleichfarbig. Wasserzombies. Die sind nicht gleichfarbig. Mist, jetzt brauche ich noch einen Fisch. Die ist ganz hell ocker und die ist dunkelbeige. Und die ist auch dunkel. Oder ist das nur mit der Fackel so? Könnte ja auch sein. Kann auch sein, dass an deinem Texture-Pack liegt. Ich habe dasselbe wie Sabrina. Und wie du. Weil das ist ja auf dem Surfer, ne? Nein. Nee? Das ist kein Server-Pack, das habe ich dir doch geschickt, den Link, wo du es runterladen kannst. Das ist nicht mehr. Deswegen haben wir dasselbe. Oh Gott. Ich habe nämlich ein anderes. Es ist ja alles schon wieder viel zu lange her. Oh Mann, Leute. Ja, ja. Es ist das Alter. Ich schieb's einfach mal aufs Alter. Mein Alzheimer. Problem ist halt, ich habe kein Texture Pack, was für diese Version noch nicht ist. Deswegen sind zum Beispiel diese Zäune, die hier hinten stehen, schwarz-lila. Ja, hat doch was, oder? Also ich meine, schwarz-lila würden sich viele drüber freuen. Also musst dir vorstellen, wie so eine Fliese im Badezimmer. Okay. Das ist halt ein ganzer Block. Deswegen wusste ich eben nicht, wie ich zum Beispiel über den Zaun komme, weil für mich ist das so ein ganzer Block.
Weil, halt diese weil halt diese Textur noch nicht in meinem Texture-Pack drin ist. Ich bin begeistert. Schwarz-Lila würde ich auch gerne hier sehen, ne? Also, hätte ich nichts dagegen. Ja, also... Oh. Lass mal hier drüber. Ich würde auf meiner Reise nach Hause jetzt gerne ein Dorf finden, bei dem ich essen kann. Ja, das wäre sehr angenehm. Ja, da hinten ist doch ein Dorf. In der Nähe von mir. Das jetzt zu suchen, macht mehr Arbeit als heimzusuchen. Ja, so. Wahrscheinlich. Weil ich bin bei 690, 61, 1000. Minus 1000. Oh, wo bist denn du wieder herumgelaufen? Ich habe ganz viel Zuckerrohr gesammelt. Und dann war ich auf einmal ganz weit weg. Und irgendwie passiert mir das immer. Ich verlaufe mich immer. Ja. Oskar sieht mich auch schon ganz schön genervt an. Ach, hey. Hier, ich habe Fische gefunden zum Essen. Oh, super. Fische darf ich. Ich will es nur noch mal erwähnt haben. Oh ja. Oh. Marlon, was machst du da? Bist du wahnsinnig? Marlon? Aha. Der kämpft da... Oh Gott. Gegen eine Horde Zombies, Skelette, Creeper. Okay. Das sind nochmal zwei Creeper, genau. Zwei Creeper. Ah, ja. Bist du denn schon halb tot? Meinst du mich, oder? Marlon. Hey, sie meint mich. Oh, bleibst du da draußen, du blöder Zombie. Oh. Nicht hier rein. Ich habe ein Dorf gefunden. Ja, siehst du? Da kann ich mich drin verstecken. Das ist sehr gut. Kannst du denn da schlafen? Bestimmt. Ein Bett wird es sicher geben. Wenn nicht, mache ich eins aus Weizen. Marlon, wo hier bist du? Bett. Ich bin gerade die Hocke voll. Okay, kommst du hoch. Ich hör die ganze Zeit hinter mir die Pfeile fliegen. Ja, Gott, du schaust wieder aus. Ich hole mir mal schnell ein bisschen Weizen, während ich am Warten bin. Ja, wir liegen im Bett. Wir sind Achso, im Bett, komm ich auch wieder ins draußen. Wir liegen im Bett. Ich auch. Ach, das ist ein Traum. Wer liegt jetzt nicht im Bett? Okay, alles gut. Juhu, zweieinhalb Herzen habe ich noch. Ja, Sabrina, dann war's das mit der Runde schon wieder und du kannst uns abmoderieren. Und dann kommst du zu uns hoffentlich wieder. Also, wir hoffen, euch hat die Runde gefallen. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich werde dann versuchen, nächste Folge zurück nach Hause zu finden, weil ich mich mal wieder verlaufen habe. Passiert und öfters, bestimmt. Ja, das passiert oft. Das, ja. Und schaut unbedingt auch bei Tamesis vorbei. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.